Ja, hallo meine Lieben, seit ich wieder viel mehr körperlich trainiere, ist auf jeden Fall auffällig, dass ich immer wieder solche Bläschen im sogenannte Abten im Mundraum bekomme. Das kannte ich von früher her, als ich noch sehr, sehr intensiv Triathlon und Marathon betrieben habe. Da war dann auch immer wieder mal die Farbe eher blass im Gesicht und immer wieder auch Müdigkeitseinbrüche. Was klar ist, ja, dass hier natürlich das Ganze einen gewissen Spurenelementemangel schuldet. Und um was für ein Hauptspurenelement es sich hier handelt, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, wer kennt den Spruch nicht? Mama, muss ich jetzt Eisen essen? Ja, wer von meiner Generation kennt diesen Spruch aus der Werbung nicht? Damals war es ja auch noch ganz normal und erlaubt, Zuckerl oder eben auf Deutsch den Bonbons gewisse Eigenschaften oder Vitamine zuzuschreiben. Und die Antwort auf meine Frage ist, ja, du musst auch Eisen essen. Ja, natürlich nicht das Eisen aus dem Superwarenmarkt, aus dem Eisenwarenladen, sondern natürlich das Spurenelement Eisen, eben natürlich in geringen Mengen. Immerhin, und man höre und staune, ist ein Eisenmangel ja die häufigste Mangelerscheinung überhaupt. Und das ist auch mit ein Grund, hier mal ein Video über Eisen zu machen. Denn hinter dem Eisenmangel können einfach auch viele, viele Symptome wie Sauerstoffmangel, Kraftlosigkeit und noch viele, viele mehr, die wir später noch besprechen werden, stecken. Die Fragen, die jetzt in puncto Eisen einfach mal sehr, sehr wichtig sind, sind: erstens, Symptome einer Eisenmangelerkrankung. Zweitens, wofür brauchen wir Eisen? Drittens, die drei Stadien einer Eisenmangelerkrankung. Viertens, Ursachen von Eisenmangel. Und last but not least, fünftens, was kann man tun, um einen Eisenmangel eben wiederum zu beheben? Eisenmangel und Symptome. Ja, meine Lieben, wer häufig unter Kopfschmerzen leidet, eine Bläschenbildung im Mundraum hat, Zungenbrennen, Abten im Mundraum, unter häufiger Müdigkeit leidet, auch mal Atemnot hat, immer wieder mal Herzrasen hat, geringe Leistungsfähigkeit, eingerissene Mundwinkel etc. und so weiter, der sollte da einfach auch mal was unternehmen, denn das sind so ganz typische Symptome, die hier auf einen Eisenmangel hindeuten können. Was ist die Hauptaufgabe von Eisen? Ja, 2/3 des gesamten Eisens, das wir so zu uns aufnehmen, ist zur Hämoglobinbildung notwendig, den sogenannten roten Blutkörperchen. Hämoglobin ist für den Sauerstofftransport zuständig. Wenig Hämoglobin bedeutet in der Folge auch wenig Sauerstoff in den Zellen und deshalb auch immer wieder der Einbruch in der Leistungsfähigkeit und häufige Ermüdungserscheinungen. Wichtige Fakten: Der Körper hat einen Eisenbestand von ca. 3 bis 5 Gramm insgesamt. 2/3 davon, wie wir schon gehört haben, sind zur Hämoglobinbildung notwendig. Täglicher Eisenbedarf ist ca. 1 bis 2 Milligramm, natürlich nach Körpergröße und Körpergewicht. Der Eisenspeicher muss auch immer wieder erneuert werden. Eisen wird in unserem Körper im 12-Fingerdarm aufgenommen und davon werden nur 10 bis maximal 15% aufgenommen. Das heißt, die Bioverfügbarkeit ist hier bedenklich schlecht, was wiederum zur Folge hat, dass wir das an das Zehnfache an Eisen aufnehmen sollten, damit wir dann auch die notwendige Eisenmenge im Körper drinnen haben. Was ganz wichtig ist, nämlich Vitamin C fördert die Aufnahme von Eisen und im Gegensatz ist es nicht ratsam, zu viel Cola zu trinken oder überhaupt Cola zu trinken und auch nicht ratsam, Getreideprodukte in dem Falle zu essen, denn diese beinhalten das sogenannte Phosphate und welche dann wiederum eben den Eisen oder die Eisenaufnahme ziemlich hemmen. Weitere Stoffe und Lebensmittel, welche die Eisenaufnahme hemmen, das sind, meine Lieben, Kaffee, Tee, gewisse Sorten von Gemüse, welche Oxalsäure beinhalten. Oxalsäure verhindert auch wiederum die Eisenaufnahme, sowie Getreidesorten, wie schon gesagt, und auch Milch. Auch verschiedene Medikamente, wie sogenannte Protonenhemmer, also das sind die gegen den Magenschutz, dann auch Antibiotika und auch Ibuprofen sind eben zur Eisenaufnahme eher kontraproduktiv. Sprich da einfach am besten mit deinem Arzt deines ganzheitlichen Vertrauens. Der Mythos Spinat.
Ja, der Spinat hat zwar sehr viel Eisen, aber auch sehr viel Oxalsäure. Und wir wissen ja mittlerweile, diese hemmt eben die Aufnahme. Zum Spinat am besten Vitamin C dazu essen, das heißt einen anständig guten Biosalat am besten, damit man zumindest ein bisschen was vom Eisen des Spinats aufnimmt. Man unterscheidet drei wichtige Stadien des Eisenmangels. Ja, das ist auch deshalb interessant, da diese verschiedenen Stadien auch verschiedene Auswirkungen, verschiedene Symptomatiken haben. Ja. Erstens hätten wir da den sogenannten prälatenten, also den vorleichten Eisenspeichermangel. Da hat man noch relativ leichte und einfache Symptome wie Müdigkeit, Beeinträchtigung des Denkvermögens. Na, so einfach ist das aber nicht. Beim Laborbefund zum Beispiel merkt man, dass der Laborparameter Ferritin abnimmt. Ferritin ist ja quasi der Speicherstoff, also das Depot für Eisen und kommt hauptsächlich in der Leber, in der Milz und auch im Knochenmark vor. Hämoglobin im Blut ist hier noch normal und deshalb ist auch eine Blutbestimmung, die bringt da beim ersten Punkt nichts. Der zweite Punkt ist der funktionelle Eisenmangel. Das heißt, die Körperzellen können dabei nicht mehr ausreichend versorgt werden. Der Laborbefund bei Hämoglobin liegt auch hier noch im Normalbereich und deshalb auch hier ein Blutbefund wenig Aussage hat, weil im Blut kein funktioneller Eisenmangel nachgewiesen werden kann. Und das dritte Stadium vom Eisenmangel ist der sogenannte manifeste Eisenmangel, das heißt zu wenig Eisen überhaupt im Speicher und die Körperzellen haben nicht mehr genug und deswegen sinkt auch jetzt der Hämoglobinwert. Bei Eisenmangel werden zuerst die Speicher geleert, dann das Hemeisen angegangen und das Problem ist, dass zwar das Speichereisen mit dem Laborwert Ferritin gemessen werden kann und das Hemeisen dann im Blut, aber das Funktionseisen jedoch nicht und deshalb muss man hier auch sogenannten Symptomen vermuten, ob eben hier ein Eisenmangel vorliegt. Ja, kommen wir zum Punkt der Hauptursachen für den Eisenmangel. Da hätten wir erstens erhöhten Eisenbedarf in der Schwangerschaft und Stillzeit, natürlich auch bei körperlicher Arbeit und Sport. Zweitens ein erhöhter Eisenverlust, das kann geschehen durch chronische Blutungen, kann aber auch eine Folge von schmerzstillenden Medikamenten sein, wie zum Beispiel Ibuprofen und sowie natürlich die Menstruation bei den Frauen. Der dritte Grund, eine zu geringe Eisenzufuhr, zum Beispiel eben auch bei Vegetariern und Veganern. Und der vierte Grund, Probleme bei der Aufnahme. Ja, das können zum Beispiel auch Magen-Darm-Erkrankungen verursachen. Bei Eisenmangel ist das Problem, dass eben die roten Blutkörperchen ein viel zu geringes Volumen haben. Auch Depression kann mit Eisenmangel zu tun haben. Was kann man nun tun? Ja, die Ursachen beheben natürlicherweise, das bedeutet klarerweise eine erhöhte Eisenzufuhr und das am besten im nüchternen Zustand nehmen, damit eben viel aufgenommen wird und nicht hier wieder einfach durch den erhöhten Darm, durch die Darmbelastung, durch Nahrung, dass das meiste wieder hinausgeht. Ja. Tierisches Eisen zum Beispiel wird viel besser verwertet, ansonsten Eisen immer mit Vitamin C eben aufnehmen. Nebenwirkungen von Eisenaufnahme, vom Eisenzufuhr können aber auch Bauchschmerzen sein, es kann auch Verstopfung verursachen, Durchfall und der Stuhl kann sich auch hier ziemlich dunkel verfärben, also hier nicht erschrecken, wer dann plötzlich einen ziemlich dunklen Stuhl hat, das wird in dem Fall mit der Eisenzufuhr zu tun haben. Die Dauer der Einnahme. Ja, die Dauer der Einnahme ist eben, bis der Hämoglobinwert wieder passt. Das muss man natürlich vom Onkel-Doktor messen lassen. Und wenn der wieder passt, dann noch zum Auffüllen mindestens ein halbes Jahr eben täglich Eisen einnehmen. Ja. Dreiwertiges Eisen ist auch in der Krebstherapie eine ziemlich große Hoffnung. Das heißt, die Krebszelle nimmt nur dreiwertiges Eisen auf. Man weiß zwar nicht warum, doch schlussendlich kann man sagen, dass sich der Krebs zu Tode frisst. Ja, meine Lieben, an Eisen haben wir den größten Mangel. Also
das Ganze nicht unterschätzen. Kümmert euch drum, informiert euch drum, lasst es am besten messen. Ihr wisst es ist nicht gleich jeder Mangel im Blut einfach messbar, entweder der Ferritinwert oder eben aufgrund der Symptomatiken, wie eben im ganzen Video schon beschrieben. In dem Falle schaut auf euch, schaut auf eure Spurenelemente, auf eure Mineralstoffe, auf alles, was der Körper so braucht. Ich habe euch lieb. Wir bleiben in Verbindung. Bleibt gesund, und wenn es noch nicht Zeit ist, dann werdet es auf jeden Fall. Lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare und schaut auch in die Infobox. In dem Fall alles, alles Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus.